Michael Hall und Patsy Hall Grokul, die Weltmeister der Professionals über 10 Tänze 1989. Damit sind Michael Hall und Patsy Hall Grokul das erfolgreichste Profitanzpaar 1989. Dritte bei der Kürweltmeisterschaft in der Standard- und der Lateinsektion, Europameister über 10 Tänze und nun auch Weltmeister im Allround. Wir gratulieren. Ein Paar, das diese Sektion souverän dominiert. Damit belegten zum ersten Mal zwei bundesdeutsche Paare auf einer Profi-Weltmeisterschaft den ersten und zweiten Platz und das bei einem Wettbewerb, der vom Niveau her kaum zu überbieten war. Ja, da sind Sie, die neuen Weltmeister und die Zweiten der Weltmeisterschaft. Wer hätte das gedacht? Haben Sie eigentlich jemals daran gezweifelt in der Lateinrunde, dass Sie den Titel gewinnen? Gezweifelt eigentlich nicht, weil ich schon eigentlich schon insgeheim damit gehofft habe, dass wir diese Weltmeisterschaft für uns gewinnen können. Und nachdem wir in Stande so gut abgeschnitten sind, habe ich eigentlich dann keinen Zweifel mehr gehabt. Und Horst Behr, wer hätte das gedacht, dass es so gut läuft nach diesen Europameisterschaften? War ja ein bisschen unglücklich und jetzt das? Ja, wir sind also sehr zufrieden, vor allen Dingen, dass wir nachher im Drive sogar alle 7 Einsen hatten. Es wurde von Tanz zu Tanz besser. Ich kann nur sagen, wir sind super zufrieden und letztendlich sind wir beide jetzt zum zweimal innerhalb von einer Woche Vize-Weltmeister geworden, letzte Woche mit der Formation, also schon eine recht erfolgreiche Woche dann. Andrea Behr, ich wollte noch mal fragen, Sie waren so souverän in der Lateinrunde, heißt es für Sie jetzt eigentlich Schwerpunkt im Training Standard? Nein, das Training wird nach wie vor so weiterlaufen wie bisher. Wir haben jetzt Standard also sehr stark nachgezogen. Wir haben also eine Zeit lang hatten wir mal weniger Standard gemacht und jetzt wollen wir da also auch wieder voll das Training auf Standard legen. Aber Latein bleibt nach wie vor immer an der Spitze. Ja, und Patsy Hall-Grokul, was gibt es für Sie denn noch für Ziele jetzt nach diesem Gewinn der Weltmeisterschaft? Noch ganz viele. Also Michael und ich sind im Moment sehr gut, also wir werden immer besser und solange wir immer besser werden, machen wir also beide weiter. Und jetzt wird es aber erstmal gefeiert, oder? Das wird jetzt gefeiert, ja klar. Ich glaube, da will ich nicht weiter stören, ne? Vielen Dank. Dankeschön. Und mit dem Siegertanz möchte ich mich von Ihnen, liebe Zuschauer, verabschieden. Noch eine angenehme Nacht und auf Wiedersehen.